viele von euch haben mich gefragt, sag mal Chris, wie funktioniert das? Ich möchte in meinen Freenet-Mobilfunkvertrag, ehemals Mobilcom Debitel, meine alte Rufnummer portieren. Möchte die vielleicht über ein Opt-in frühzeitig aus einem noch bestehenden Vertrag portieren. Funktioniert alles, wenn ihr euren alten Vertrag bereits gekündigt habt, dann müsst ihr nichts weiter tun, als dieses Formular auszufüllen. Wenn ihr einen Vertrag habt, der vielleicht noch ein halbes Jahr oder länger läuft und ihr möchtet die Nummer aber vor Vertragsende schon vom alten Anbieter zurückholen, müsst ihr einen sogenannten Opt-in setzen. Wie das funktioniert, ganz einfach, Anbieter anrufen oder per E-Mail kontaktieren, bitte Opt-in setzen. Dieser Opt-in ist dann 30 Tage gültig. In der Zeit muss der Mobilfunkanbieter, der neue Mobilfunkanbieter, dann die Rufnummer abholen. Nachträgliche Rufnummernmitnahme ist bei Freenet in der Regel die Möglichkeit, die Nummer mitzunehmen. Das heißt, in der Regel werden die Verträge vorzeitig aktiviert und dann könnt ihr im Nachgang sagen, ich möchte die Rufnummer portieren. Und da gibt es einen speziellen Link, den packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Dann kommt ihr direkt auf die Seite, da müsst ihr nicht eingeloggt sein, gar nichts. Ihr seht schon, was ihr hier für Daten braucht, Vorname, Nachname. Bitte ganz korrekt ausfüllen, so wie ihr den Vertrag bei Freenet abgeschlossen habt. Plus die Auftragsnummer, ganz, ganz wichtig, ja, die ihr bekommen habt, einfach aus irgendeiner E-Mail, aus irgendeinem Kontakt dann die Auftragsnummer hier verwenden. Dann kann das System das automatisch zuordnen. Bei mir ging das sehr relativ fix. Also füllt ihr die Daten 1:1 so aus. Also hier oben die Daten, wie ihr bei Freenet, ehemals Mobilcom Debitel, gemeldet seid. Und hier unten die Daten, zum Beispiel wie bei mir, ihr wart vorher bei der Telekom, dann exakt die Daten. Achtet darauf, dass ihr hier vielleicht auch einen Zweitnamen und so mit angebt, wenn denn der im anderen Vertrag vorhanden ist, sodass es dazu keinen Komplikationen gibt. Hier könnt ihr Anbieter dann auswählen. Ihr könnt logischerweise nicht von Mobilcom Debitel Rufnummern portieren, sondern dann nur von anderen Anbietern. Und ich glaube auch nicht von irgendwelchen anderen Freenet-Marken, das funktioniert nicht. Ne? Und dann könnt ihr hier unten noch auswählen zum nächstmöglichen Termin. Da ist aber unten bei der Ziffer dann auch nochmal erklärt. Ne? Könnt ihr euch in Ruhe alles durchlesen. Wichtig ist, dass ihr das möglichst genau und richtig ausfüllt, dass ihr dann da keine Probleme habt. Wenn ihr das tut und das wirklich 1:1 so ist, dann läuft das, soweit ich weiß, über eine automatische Schnittstelle. Das heißt, dieses Formular wird so übermittelt, er erkennt das System, aha, Auftragsnummer passt, das ist der und der Kunde bei uns, bababab. Und dann wird das automatisch übermittelt. Sollte es da irgendwelche Probleme geben, geht das manuell an Mitarbeiter und dann verzögert sich das Ganze. Deswegen ist das so extrem wichtig, damit das quasi ein automatisierter Ablauf ist über die Schnittstellen, dass ihr das wirklich exakt so ausfüllt, wie ihr gemeldet seid, einmal bei Freenet, hier in dem ersten Kasten und hier unten dann entsprechend, wie der Vertrag bei eurem ehemaligen Anbieter läuft, von dem ihr die Rufnummer portieren wollt. Und dann gebt ihr hier an, in meinem Fall wäre jetzt nach Vertragsende. Vertragsende ist bei mir der 15. Januar. Das ist leider ein Sonntag, deswegen wird meine Rufnummer dann am Montag, am Folgemontag portiert. Ich hoffe dann so ab 6 Uhr oder so ist die Nummer dann verfügbar. Ja, so läuft das ab. Link direkt zu diesem Formular, ohne dass ihr euch irgendwo einloggen müsst bei Freenet, packe ich euch unten rein. Solltet ihr noch Fragen zur Rufnummernportierung haben, schreibt es mir unten rein, aber eigentlich steht hier alles und ist alles sehr selbsterklärend. In diesem Sinne, bis bald, tschüss.